Die Log-Skala hat es wirklich in sich. Da gilt es vor allen Dingen zu verstehen, dass der Logarithmus ein Exponent ist. Der Logarithmus ist also der Exponentensucher. Und an der Log-Skala, an der Y-Achse, finden sich Exponenten. Und um das richtig klar zu machen, habe ich dieses Video gemacht. Dazu erstmal die Exponentialfunktion zur Basis 10, also y ist 10 hoch x, geht durch 1, wie jede Exponentialfunktion, hat eine bestimmte Steigung, ist an der y-x-Achse hier angetragen in schwarz. Ja? Also horizontale Achse ist x, vertikale Achse ist y. Und jetzt kommt die Logarithmusfunktion zur Basis 10, also log 10, die Logarithmusfunktion zur Basis 10 in rot. Ist die Umkehrfunktion zur Exponentialfunktion und da drehen sich jetzt die Achsen um. Ja? Also jetzt wird die horizontale Achse ist jetzt die Y-Achse und die vertikale Achse ist die X-Achse. Das ist ganz wichtig zum Verständnis, denn der Logarithmus ist der Exponentensucher und gesucht ist also X. Der Exponent X ist gesucht. Ja? Also X ist der Exponent und das ist der Logarithmus zur Basis 10 von y. Wenn man das verstanden hat, dann läuft es eigentlich durch. Machen wir mal ein paar Beispiele. Logarithmus zur Basis 10 von 1 ist 0, also der Exponent ist 0. Logarithmus zur Basis 10 von 0,001 ist minus 3, der Exponent ist minus 3, das habe ich hier auch anhand von Zahlenbeispielen auch nochmal in die Grafik überführt. Okay, wenn das klar ist, kann man weitergehen. Also hier jetzt nochmal für 2,71, also die Euler-Zahl, bei einer Exponentialfunktion zur Basis 10 ist der Logarithmus zur Basis 10 von 2,71 eben nicht 1 wie bei der E-Funktion, sondern der Logarithmus zur Basis 10 von 2,71 ist hier 0,43, also der Exponent x ist 0,43. Und ein letztes Beispiel, der Logarithmus zur Basis 10 von 6 ist 0,77, das heißt, der Exponent ist 0,77. So, jetzt denke ich, ist es angekommen, wie diese Logarithmusfunktion funktioniert und dass x der Exponent ist und der ist gesucht. So, ausgestattet mit diesem Know-how, die erste Spalte habe ich die Exponenten hingeschrieben. Ja, 3, 2, 1, 0, minus 1, minus 2, minus 3. Und in der zweiten Spalte die Zehnerpotenzen, also 10 hoch 3, 10 hoch 2, 10 hoch 1, 10 hoch 0, 10 hoch minus 1, 10 hoch minus 2, 10 hoch minus 3 und die Exponenten in Rot, um zu zeigen, aha, da geht es um die Exponenten. Und wenn ich jetzt 10 hoch 3 als Zahl hinschreibe, dann kommt 1000 raus. 10 hoch 2 ist 100, 10 hoch 1 ist 10, 10 hoch 0 ist 1, 10 hoch minus 1 ist ein Zehntel, ist 0,1, 10 hoch minus 2 ist ein Hundertstel, also 0,01 und 10 hoch minus 3 ist ein Promille, also 0,001. Und dann bin ich bei der Log-Skala. Dann bin ich bei der Log-Skala in Blau. So finden wir sie dann auch in Publikationen. Und das Besondere eben an der Log-Skala ist, wenn ich jetzt da eine Einheit nach oben gehe, dann ist es eben nicht plus 1, sondern mal 10. Ja? Von 0,01 auf 0,001 auf 0,01 mal 10. Von 0,01 auf 0,1 mal 10, von 0,1 auf 1 mal 10, von 1 auf 10 mal 10, von 10 auf 100 mal 10 und von 100 auf 1000 mal 10. Das ist Kern. So. Jetzt haben wir die Log-Skala kapiert und wie sieht es dann aus, wenn ich eine Log-Skala jetzt lese? Ein Beispiel aus dem Economist zur Entwicklung der Infektionen mit Covid-19. Abgetragen auf einer Log-Skala und da sieht man jetzt unten an der horizontalen Achse sind Tage seit dem 100. Fall und da sieht man irre. Ja, gucken wir nur mal auf die rote Linie für Italien. Innerhalb von
ja, etwa 6 Tagen eine Verzehnfachung. Eine Verzehnfachung von 100 auf 1000. Und dann zwischen dem 6. und dem 18. Tag nochmal eine Verzehnfachung. Das ist die rote Linie. Ja, da ist richtig ein enormes exponentielles Wachstum hinten dran. Das könnte man auch in der Exponentialfunktion ausdrücken. Dann wird es etwas unübersichtlich und deswegen nutzt man die Log-Skala für starke Wachstumsentwicklungen. Hier ist ein aktuelles Beispiel, aber auch Wirtschaftswachstum, Bevölkerungswachstum und so weiter wird als logarithmierte Skala ausgedrückt. Richterskala, Erdbebenstärke für Lärmmessung, Dezibel, das sind logarithmierte Skalen.